Man sieht nichts. Das machst du halt Open End, ja. Solange ich nicht Kieferschmerzen bekomme wegen der Naht. Das ist Open End, ja. Ich möchte gerade keine Donations bekommen. Chat, shut up and take my money. Ja, aber es ist jedes Mal so. Immer wenn ich das ausmache. Es ist wirklich sehr lieb von euch. Diesmal ist der Grund wegen, ich muss erstmal die Steuern machen, dass ich das dann abgeschlossen habe. Hier unten geht die Party dann los, oder? Ist alles nachgeladen, ne? Zweimal erste Hilfe, Arznei, Pistole, Munition. Und Dietrich habe ich auch, das habe ich. Habe ich auch noch. Aber ich habe keine Munition dafür. Herstellen kann ich auch nichts. Na gut. Ab geht die Party und die Party geht ab und ich sage. Ab zu dem Fischi. Ja, ich mache ja schon. Gut, weil ich treffe mich noch mit einem Kumpel und komme dann später wieder. Alles klar, Dark, dann viel Spaß. Mach das. Oh, ich krieg zu viel Kram. Das ist immer so ein ganz böses Zeichen. Oh, ich freue mich. Du wirst stolz sein, Mutter. Sieh her. Wieso? Was hab ich denn gemacht? Wieso? Sie hasst dich, weil du ein Fisch bist. Du bist so unfähig. Ja, auch noch. Also, ich bin gerade dezent verwirrt. Darf ich hier durch? Jesus, ich bin gerade. Nicht der da? Was ist denn jetzt los? Mutter, ich will dir mein
Spring mal durch. Mann, du bist so fett. Geh doch mal weg. Meine Güte. Ich habe Angst. Jetzt sind die so eine bösen Worte. Ja, ja. Das stimmt. Oh. Oh, nicht die Scheiße. Was, das geht zu weit? Ja. Was soll denn das? Oh, das ist jetzt aber nicht so geil. Nummer 1? Ich sehe dich doch gar nicht. Aha. Tot! Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Ja, ja. Party! Ah, den einfach explodieren lassen. Perfekt. So, jetzt schaue ich noch, ob hier irgendwelche Sachen rumliegen. Weil ich habe hier bestimmt Sachen übersehen. Oh, ja, hier ist ein Fass. Oh, kann ich das nochmal einsammeln? Perfekt. Sehr schön. Also Zufall, dass hier überall Munition rumliegt. So. Hier nach oben kann ich, glaube ich, nicht, oder? Mir tat der Charakter irgendwie leid. Hallo Zombie. Ja, der hat nach der Anerkennung der Mutter und hat die anscheinend nicht bekommen. Und sie war anscheinend auch nicht so begeistert von ihm, weil er sie enttäuscht hat. Mit den Fehlexperimenten und alles. Mit den Höhlen, die sie wollte. Ja. Ist schon ein bisschen traurig, das stimmt. Aber er hat uns die Schuld gegeben. Ich kann doch nichts dafür. Ratlos, dankeschön für dein Prime im 10. Monat schon. Dankeschön. Alles gut bei dir? Da vorne ist der Ausgang. Meint ihr, Biomutant kommt diesen Monat echt raus? Also ich habe jetzt keine Info, dass das nicht rauskommen sollte. Das ist ja schon nächste Woche dann, ne? Ja, ich glaube nächste Woche kommt schon raus, oder? Kurz essen, alles klar. Du hast deinen neuen Sound. Was? Ich hab einen neuen Sound. Wie meinst du das, Pierre? Im Verschieben ist es schon zu spät, ja. Ich denke schon, dass es rauskommt. Was habe ich denn da? Habe ich da schon ein komisches Geräusch gemacht? Wartet, ich höre das jetzt gerade nicht. Muss ich mal die Kopfhörer aufsetzen. Was habe ich denn gemacht? Ach so. Ich mache sehr komische Geräusche. Es tut mir sehr leid. Oh Mann.
Ja, gut. Das ist wieder ein sehr interessanter Sound, den ich gemacht habe. Hm? Dankeschön. kann man nutzen, ja, das stimmt. Mal sehen. Mutter Miranda hat mir ein Gefäß mit Rose gegeben. Niemand mag mich, deswegen habe ich gedacht, sie würden mich wieder vergessen. Oh. Aber Heisenberg hat gesagt, dass wir alle was von Rose bekommen haben. Wenn nicht alle da sind, kann die Zeremonie nicht stattfinden. Mutter scheint es aber nicht zu kümmern. Mutter hat gesagt, Rose ist eine Hülle. Mit einer Hülle bekommt Mutter ihr wahres Kind zurück, auch wenn sie schon lange tot ist. Wahres Kind? Aber wenn Mutter das tut, dann was passiert da mit mir? Ich bin nicht ihr Kind. Wird sie mich verlassen? Nein, das will ich nicht. Nein, 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 Kann ich nicht nehmen? Doch. Oh, jetzt haben wir den letzten Schlüssel. Hältst dich besser als erwartet. Wer ist das? Na, wer wohl? Ach komm. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Das ist kaputt. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es weiter, wenn du die vier Flakons hast? Worauf willst du hinaus? Ich könnte dir helfen. Willst du dich mir anschließen? Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung, etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Friedhof? Was? Ich habe mich verhört, ne? Oh, Ethan! Er sagt mir böse Worte, sehr schön. Aber ja, ist er wirklich. Heisenberg ist echt so ein... So hieß er doch, ne? Er scheint auch so ein richtiger, arroganter Pisser zu sein. So, entriegelt. Kann ich noch irgendwas machen? Versteckte Waffe. Nani? Eine versteckte Waffe? Was? Wie? Wo? Wo ist denn eine versteckte Waffe? Ich finde ihn voll sympathisch. Das war mir so klar, dass du den sympathisch findest. Ach, das war ja die Ecke hier. Andere Seite hier. Okay. Also Wichser finde ich nichts Schlimmes. Es ist was ganz Natürliches. Ja. Solange er Heisenberg uns da nicht anfasst. Nachdem... Also, ich von mir verstecken hier, ja? Oh, das du hast es schon gecuttet? Dein Ernst jetzt? Wow. Wow. Wo führt mich das hin? Ach, das war ja zur Windmühle, richtig?
Ja gut, hier wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Ich will mich ja noch weiter umschauen, weil ich hatte ja vorhin, nicht vorhin, das letzte Mal nichts passiert. Oh nö, ernsthaft jetzt? Wow. Wow, Spiel, wow. Also super gelb. Oh, warum kann ich jetzt aber nicht zurück? Das ist doch doof. Mit der Kurbel kann ich diese eine Brücke runterfahren lassen. Da wollte ich auch noch hin. Aber wie komme ich jetzt an den Schatz? Zahnfleischbluter? Ja, mein Zahnfleisch blutet Tatsache noch. Ab und zu an der Wunde. Und hallo, Asus. Das stimmt. Okay, so ein anderer Weg. Bin ich. Auch nicht ihr. Diese komischen fliegenden Dinger da. Ich finde das Spiel bis jetzt ziemlich cool. Ja, das war nicht so cool. Komm mir nicht zu nahe. Die sind aber noch mehr, ich höre das. Muss ich gar nicht so verstecken. Noch eins? Komm, ich habe eine schöne Waffe. Ach du Scheiße. Hallo, Synetix. Ja, der Pferd hat mich schon erinnert, Asus. Dankeschön nochmal. Oh, was? Wieso? Nun gut. Ich habe noch mehr. Bin ich denn jetzt? Guck mal, hier ist doch der Schatz. Komme ich denn dahin? Ein Labor? Wie Labor? Oh nein. Lass mich raten. Da sind dann diese komischen Viecher, woran der experimentiert hat. Oh, hi.
Das warst du das mit dem Haufen? Nein. Für den bin ich nicht verantwortlich. Ich schwöre. Aber hier oben geht's auch noch weiter. Was höre ich hier? Wo bist du? Kann ich dir einen Headshot geben? Bestimmt irgendwo da drin oder so. Die plane da. Ich lass mich raten. Oh, ist das über mir? Was ist? Was ist da drinne? Oh, ich muss jetzt da rein. Was für eine Scheiße. La, 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 komm raus. Ach nö, ich hasse sowas. Ist da noch irgendwas? Das ist irgendwas Größeres. Das ist irgendwas viel Größeres. Oh je. Also ich hoffe, ich irre mich. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier kann ich ganz viele Experimente mit den Kadu machen. Oh nein. Es ist ein ganz mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Kadu gemacht. Ja, lass mich ran, das ist viel jetzt da draußen. Aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Ich habe das Kadu eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Du Schwein. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen. Deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Yay, hallo Phil. Heute immer ohne Witz. Man muss nicht immer Witz spinnen. Alles gut. Man kann doch ganz ohne hier sein. Was wird mich jetzt erwarten? Das klingt halt sehr groß. Füttern heißt, ist das dieser Riesenberg? Oh mein Gott. Das ist ein Futter. Wie groß ist das Vieh dann? Ach du Scheiße, was ist das? Was ist das? Miep! Das ist klein und süß. Das war nicht klein und süß. Oh je. Was passiert denn hier? Ein Berg. Okay, danke schön für deine Vergiftung an Selina und an Phil. Dankeschön. Und du hast schon 604 Abos auf dem Kanal verschenkt. Was zur Hölle?
Vielen, vielen Dank. Und okay, nochmal Dankeschön an die Vergiftung an Asis. Dankeschön. Holy shit. Vielen, vielen Dank. Das Unheimlichste waren seine weißen, emotionslosen Knopfaugen. Ja. Die Hälfte von Keks. Ja, übel. Dankeschön. Sehr nett. Boah, das ist... Da scheint aber sehr viel hin zu fressen, wenn der ganze Haufen hier das Futter ist. Oh je. Oh, was ist das denn? Ist da was Schönes drin für mich? Eine Meerjungfrau. Aha. Geil. Jetzt? Warte mal. Explosivgeschoss. Für den Granatwerfer. Sehr schön. So, was habe ich jetzt hier? Warte mal. Heilung muss ich mal herstellen. Nochmal. Sicher, sicher. Ah, das ist so eine Kugel. Wo war denn so ein Dingsbums-Gedöns? Kugellabyrinth, da ist es. Ah. Kann ich nochmal zurück? Dann können wir das nämlich noch schnell machen. War das hier drin? Ich habe keine Ahnung. Ich und Orientierung, ne? Ist einfach. Die ist furchtbar. Okay, die Kugel hatte ich nicht. Ich habe das jetzt nur durch Zufall gesehen, weil ich zurückgelaufen bin. Das ist schon ziemlich fies versteckt gewesen. Also, versteckt. Gemein platziert einfach. Ach hier. Okay. Oh, oh wow. Ich hoffe, die Kugel da einfach in dieses Loch reinstecken, wo es hingehört. Ah, das fällt da dann. Ah, okay. Das fällt dann da auch noch raus. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Ach Mann. Das Rote muss ins Eckige. Oh. Fies, fies. Jetzt sehe ich aber nichts. Ich sehe halt gerade echt nichts. So. Das hätten wir auch einfach da reinlegen können. Was ist jetzt mein Geschenk? Ach, da. Oh. Hm. Mal kurz speichern. Also Sachen in Löcher platzieren, das können wir. Tut mir leid. Ja, das kann ich gut verkaufen jetzt. Kriege ich viele Punkte und dann kann ich mir wieder Sachen upgraden oder so. Hm.
Mal sehen. Die Farbe grün steht Schädel schon. Ja. Sah echt schick aus. Wow, das ist direkt hier am Eingang, so. Hätte man eigentlich nicht übersehen sollen. Aber ich glaube, das war die Ablenkung durch diese fliegenden Viecher, die einen dann... Fies gemacht. So, hier ist auch noch was. Oh! Oh yeah. Ja, sie gefällt mir. Die gefällt mir sehr. Die ist so toll, dass ich die sogar dahin packe. Die wird ordentlich Bumm machen. Aber die Munition ist dementsprechend auch selten. Wie viele Patronen habe ich denn? Ja, 3 Stück. Wow. Also im Grunde 8 Patronen. Muss ich gut aufbewahren. Sehr hübsch. Das ist der Schatz gewesen. Ah, okay. Wie hab ich das jetzt übersehen gerade? Das stand einfach auf dem Tisch. Ich bin vorbeigelaufen. Gut, den Schatz haben wir. Dann kann ich ja jetzt... Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Zurück zum... Stadtteil. Ich kenne nämlich eine Brücke, die ich noch nutzen könnte. In der Stadt konnte man auch noch was öffnen mit diesem Hebel-Kobel-Dings. Wir gucken mal. Da muss ich halt heute meinen Zaubertrank trinken. Du hast einen Zaubertrank? Schädel-Chan? Ja, wir verniedlichen jetzt alles. Alles mit Chan am Ende. Damit nichts mehr so bedrohlich und böse rüberkommt. Ich muss nur aufpassen, dass jetzt hier nicht neue Sachen mich irgendwo erschrecken. Man ist sich nämlich sicher, man weiß, oh, hier habe ich alles aufgeräumt, alles niedergemetzelt. Ja, ja. Trau dem nicht so. So, wo war denn jetzt dieses komische Tor? Das war hier. Diese komische Tür. Da drüben. Und ich höre Hühner. Oh nein. Magnum Chan penetriert jedes Material. Ja. Yeah. Aber ich will diese Waffe, beziehungsweise die Munition, außer ich finde jetzt noch mehr, was ich nicht glaube, würde ich gerne für den Endboss behalten. Oder wenn es wirklich sehr kritisch wird. So, da sind die... Es tut mir sehr leid, aber ich muss euch jetzt leider zu schicken Nuggets verarbeiten. Nennen wir ihn Penetrator. Daher kommt wohl der Spruch, ich mach dir ein zweites Po-Loch. So, das Blöde ist, ich muss jetzt immer das Messer... Lass das erstmal so. So. Mann, triff ihn! Los! So. Die Flügel...
Die armen Chicken-Brüder. Es tut mir doch leid. Oh, guck mal. Ich habe was Tolles gefunden hier.